Hey Leute, nicht wundern, ich habe hier gerade eine kleine Fehlaufnahme, also das ist am Anfang halt ohne Sound aufgenommen worden, mehr ist das halt nicht. Das tue ich dann mal kurz im Schnellablauf hier abspielen, so. Und nicht wundern, meine Stimme ist durch OBS ein bisschen übersteuert gewesen, deswegen hört ihr manchmal so ein kleines Kratzen. Das ist allerdings in der nächsten Folge wieder behoben. Haut rein, viel Spaß beim Schauen und Tschüssikowski. Lasst eine positive Bewertung da. Hey! Ja, jetzt hört ihr mich. Schön. So, und zwar habe ich gerade geredet und ihr habt nichts mitbekommen wahrscheinlich. So, deswegen habe ich ja auch einen kleinen Cut gesetzt. Ja, mein Stimmenprogramm hat hier gerade keinen Bock auf mich. Wir fahren von Gonnensee nach Bad Kinzauer Bahnhof, fahren die 299 mit einem Setra 215. Ihr werdet am Anfang wahrscheinlich nichts hören, aber ist auch nicht so schlimm. Ich werde das dann einfach ein bisschen vorspulen kurz, bis ihr mich dann hört. So, das Problem ist, mein Programm meinte wieder so, nee, ich nehme deine Stimme nicht auf, weil es halt doof ist so. Und jetzt dürfte alles gefixt sein. So, und wir fahren natürlich schön Gangschaltung. Also, nicht wundern, am Anfang hört ihr erstmal nichts. Aber es ist eh Schwachsinn, weil ihr das eh schon gesehen habt jetzt eben. Also ist das eigentlich Schwachsinn, dass ich das nochmal sage. Naja. Wieso habe ich Haltewunsch? Bin ich außerdem auf F12 gekommen? So. Wir möchten aber welche rein. Dann ermöglichen wir ihnen das. Hallo. Tachchen. Ja, so. Müssen wir darüber machen. Da ich mich mit dem Ticketautomaten nicht auskenne tatsächlich. So, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin gespannt, wie oft ich abwürgen werde. Weil so ein Setra-Bus ist immer so eine Sache. Ich hab da irgendwie so ein Händchen für, die Dinge abwürgen zu lassen. Obwohl ich sagen muss, dass ich Setra sehr, sehr schön finde. Setra ist echt geil. Gleich habe ich wieder Gemecker groß da hinten. So, die Strecke ungefähr wird 43 Minuten dauern. Und ich bin aber zuversichtlich, die letzten Folgen haben wir auch super geschafft. Gut, da musste ich auch die Kollision ausmachen. Ich habe sie jetzt mal angelassen, in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Nur, ich dürfte eigentlich das Problem mit den Kollisionen wieder haben, dass irgendwo unsichtbare Wände sind. Mal schauen, wenn ich wieder irgendwo vorfahre und es funktioniert kein Blinker, dann flippe ich aus. Schönen guten Tag. So, einmal normal bitte. Kriegen Sie. Kriegen Sie. Eine Frage hatte bitte. So, ich suche mir auch immer Busse aus, wo ich die Fahrscheinautomaten einfach nicht kenne. Das ist echt genial. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ich hätte gerne einen normalen Fahrgast. Hallo. Einmal normal bitte. Danke. So, ich hoffe, ihr hört mich wirklich gut, weil OBS meint sogar, ich übersteuere ein bisschen. Ich hoffe natürlich nicht. Da das Mikro leider, das hatte ich auch noch angesprochen, mein Mikro ist gebrochen an einer Stelle, also der Mikrofonständer und ja, jetzt habe ich halt das Problem, dass das Ding ein bisschen runterhängt. Ich wusste es. Entschuldigung. Da drauf? Komme ich denn da hin? Ach, unterirdisch.
unterirdisch schon mal Licht an. Ach ja, Gangschaltung ist so schön zu fahren, das ist wirklich angenehm. Hallo, vor allem, wenn man halt das G29 hat. Danke. Und schön hier mit dem kleinen Minishifter. Das ist richtig Hammer. Die werden auch noch schön ausfahren, alle Gänge. Ich glaube, hier unten ist nur 50. Kann das sein? Aber ich will es jetzt nicht riskieren, schneller zu fahren. Wer weiß. Dass so viele Leute durchgehen, ohne ein Ticket haben zu wollen, das wundert mich jetzt aber. Einmal bitte Kurzstrecke. Hier wird wieder Kohle gemacht. Mensch, 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 Mensch. Wollen wir den Bus mal nicht überstrapazieren hier? Bitte, da darf jetzt kein anderer Bus entgegenkommen. Dann bin ich aber down. Hätten die halt mal so gemacht, dass es hier so zwei Ausfahrten gäbe. Also hier eine Einfahrt und nebenan irgendwo eine Ausfahrt. Ausfahrt, Einfahrt, whatever. Passt, kann ich durch. Ihr habt nichts gesehen. Oh, das hat gepasst. Oh. Hätte auch schief gehen können. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Manfred oder Manni oder Robert oder sonst wie. Danke. Hallo. Nennen wir ihn einfach Manfred. Dankeschön. Kriegste. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Trotz dieses schnelle Fahrkartenverkaufes bin ich schon eine Minute zu spät. Das geht ja mal gar nicht. So, links für Bad Kinzau. Ich fahr auch einfach drauf los, ey. Ich hab grad Gas mit Bremse verwechselt, ey. Ja, jetzt gerade hatte ich ihn gewonnen, echt, ey. Jetzt gerade hattet ihr ausnahmsweise mal recht, mich anzuschwärzen. Und der hier hat keinen Begrenzer drin. Ich kann schön bis zum roten Bereich hochfahren. Das ist schön, das ist sehr, sehr schön. Und das hat mich jetzt gerade an eine Londoner U-Bahn erinnert. Ich habe mich gerade ein bisschen verhauen.
Bitte nicht zu nah auf die Straße, dankeschön. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Keiner will eine Fahrkarte. Seid ihr alle krank? Habt ihr auch alle eine? Der hat sogar tatsächlich 6 Gänge, ernsthaft? So, ich gebe jetzt mal kein Gas, so ungefähr 15, 10, yo, der hat 6 Gänge, tatsächlich. Mensch, der zieht aber auch an, ne? Das ist so ein Prachtexemplar. Echt der Hammer. Wir werden mal gleich beim Start gucken, wie weit der hinten runter geht. Mach ich lieber so, sonst verhaue ich die Kurve. Ist da eine Kraft in dem Fahrzeug? Was liegt denn da auf dem Boden und blinkt so? Was? Soll das eine Ampel sein, die aus dem Boden wächst? So. Erstmal kurz ein bisschen was getrunken. Ja. Irgendwie schafft er es nicht schneller. Also kann vielleicht jetzt an dem Berg liegen, aber der hat schon so eine gute Leistung. Dann hat er noch solche Probleme. Hm. Tut mich sorry. Okay. Definitiv ist das kein Retarde. Was auch immer das sein soll. Ich dachte nur noch rechts. Wieso soll ich... Ah, ist das nur für Linienverkehr?
Bin ich gerade dumm? Darf ich hier überhaupt lang? Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Schiss. Mir kommt doch safe einer entgegen. Oder auch nicht. Wo bin ich denn hier? Ich kenne diese Strecke hier gar nicht so. Lol, versteckte Haltestellen. Hallo. Muss ich jetzt geradeaus weiter oder muss ich hier wenden? Ich glaube, ich fahre mal hinter mir weiter. Ja, ich glaube, ich fahre mal da weiter. Kommt mir gerade alles ein bisschen komisch vor. Ich kenne das hier absolut nicht. Warum greift die ganze Zeit das ABS ein? Beruhig dich mal. Mein Gott, produziere ich Abgase, ey. Umwelt leicht tot. Hier soll 50 sein, am Arsch ist 30. Durch das Ortseingangsschild dachte ich, hier ist schön 50, aber hier ist locker safe 30. Fallen am See. Hm. Guten Tag. Schönen guten Tag, Benz. Oh ja, ist schon ein bisschen enger gehalten hier die Strecke. Upsala. Dritter Gang, nichts weiter. Unangenehm. Jetzt geht's ab auf die Autobahn. Ach du Scheiße, eine Auffahrt mit 30. Ja, moin. Oh, bei mir auch. Geil. Unangenehm. Boah, ist das eng. Leck mich am Arsch.
That was he said. Oh, was ist das? Entschuldigung, der Herr. Entschuldigung, dass ich auf den Verkehr achten muss. Ist auch keine Autobahn, schade. Bim. Signal bestätigt. Gott, ich bin so behindert. Ey, Leute, ohne Mist, ne? Ich schalte von den fünften Gang. Schalte ich einfach in den zweiten. Wer kennt's nicht? Oh, Mann. Das war jetzt wirklich eine Reaktion von mir, die ist beschissen gewesen. Moin Kollege, der mir wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu nah kam hier. Ich habe es nicht in das Spiel geguckt. Was ist das hier für eine kurvenreiche Strecke, Mensch? Aber ich muss ja sagen, diese Map würde ich jedem empfehlen. Die ist wirklich sehr, sehr toll. Also Bad Kinzau ist eine sehr umfangsreiche Map. Und die gab es ja auch schon in OMSI 1. Und ich muss sagen, das ist einer echt der Top Maps, die ich wirklich unter eine Top-Liste packen würde. Oh, 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 oh. Ah, noch ist kein Gegenverkehr, denn noch ist gut. Scheiße. Fahren Sie mal vernünftig hier. Entschuldigung. Erstens, diese Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Nein, ist doch nichts dagegen. Tut mir leid, aber es ist sehr kurvenreich. Warum sind Sie nach Bad Kinzau gezogen, wenn Sie meckern wegen Kurven? Ja, hätten Sie sich auch vorher überlegen können. Wären Sie nach Holzhausen gezogen oder so? Und mit Holzhausen meine ich jetzt nicht diese eine Holzmap, wessen Namen ich gerade vergessen habe, sondern ab nach Österreich. Österreich, wo ich in Österreich war, sogar schon zweimal in meinem Leben. Ne, warte mal, ich glaube sogar schon viermal. Viermal insgesamt war ich schon da. Und da ist jedes Haus aus Holz gewesen. Alles, was man an den Bergen sieht. Oder an irgendwelche Schluchten oder so, ist aus Holz. Deswegen habe ich es getauft zu Holzhausen. Jeden Baumarkt, an dem man vorbeigefahren ist, so, war einfach so eine Holzhütte, wo die dann auch noch Holz verkaufen. Das ist, ja, jetzt hätte noch gefehlt, dass in irgend so ein Kioskhändler irgendwelche Lutscher verkauft werden, die aussehen wie Holz. Das wäre noch gewesen. Wow, erstmal Lenkrad losgelassen. Ja, schlecht, sagen Sie mal. Gibt's ja nicht. Können Sie den mal ein bisschen ruhiger fahren? Nein. Tut mir leid. Winnie. Das ABS springt einfach an, wenn ich zu stark lenke. Wie geil ist das denn? Top. Ah,
Fahren Sie mal vernünftig hier. Ja, woher wissen Sie das? Ich habe doch seinen Platz eingenommen. Ich finde, der Setra hat wirklich einen sehr, sehr guten Wendekreis. Nur was mich jedes Mal wundert, dass ich dieses scheiß ABS reinkloppen muss. Geht mir ein bisschen auf, wenn sagt das ABS. Aber gut, komm, kann man nichts machen. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Ei, Sir. Einmal normal bitte. Yes. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Oh mein Gott, das waren Zwillinge. Oh mein Gott. Hä? Brems? Hä? Was war das denn jetzt gerade? So, musste ich jetzt zurückfahren oder hätte ich jetzt hier einbiegen müssen? Ich meine, ich musste zurückfahren. Ja, selbst mein Kollege fährt hinter mir hinterher, also muss ich zurück. Ich fahre die ganze Zeit mit dem dritten Gang, cool. Boah, Leute. Ich fahre ruhig. Du bist einfach nur zu hebelig. Du. Ich will jetzt nichts Feindliches hier sagen irgendwie, aber du. Sau. Boah, Alter. Scharfe Rechtskurve. So. Wo man wahrscheinlich nur hier wieder mit 20 durchfahren kann. Boah, wie ich das hasse. Ich bleib mal ein bisschen auf die andere Farbe, dann kann ich wenigstens ein bisschen schneller fahren. Weil wir wollen ja auch nicht zu spät kommen. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen weggerutscht, ey. Jetzt war schön, dass der ABS eingegriffen hat. Jetzt hat das wenigstens mal was gebracht. Weil jetzt hat man gerade ein bisschen gesehen, ich bin weggerutscht, ABS, knack, knack und schon war ich wieder drin. Seht ihr, Leute? ABS rettet euer Leben. Amenakö. Was war das denn? Lenkung hat nicht reagiert. Geil. Muss ich überhaupt halten? Nö. Will keiner rein, keiner raus, dann aus die Maus. Weiter.
Abfahrt, Abfahrt. Parkdeck 3, 10 Euro Tag. Parkdeck 2, 10 Euro pro Tag. 5 Minuten zur Gondel. Busstation direkt im Parkplatz. Ist das jetzt euer Ernst? Boah, nein, oder? Nee. Tut mir leid, aber... So, und jetzt sage ich euch auch warum. Ah, nee. Ich dachte, das wäre jetzt wieder eine unsichtbare Wand, eine Hitbox hier. Ah, ist doch kacke. Mein Gott, nee. Okay, Blinker funktionieren noch. Jetzt fährst du, willst du mich verarschen? Als ob ich angeblich im Weg stand. Nein, jetzt erst recht nicht. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich raus. So, ist der mir jetzt hinten reingefahren? Nee, ist der nicht. Was ist denn mit euch? Habt ihr... Mir wird kotzübel, das ist ja widerlich. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Mann, Mann, Mann. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier los ist, aber das ist mal wieder das Gebrüll der Affen da hinten. Warum heizen Sie denn so? Warum heil, weißt du? Oh, 32 Grad im Bus. Ja, ne? Frag das Wetter draußen. Ich heiz nicht. Nee. Daran bloß nichts umstellen. So, einmal hier durchlüften. Manfred hat ja schon wieder einen fahren lassen, von daher. Ja, und man sollte auch nicht mit dem sechsten Gang anfahren, das wäre ungesund. Boah, Fresse da hinten, ey. Das ist ja schon schrecklich, ey. Sixpress und ich muss links, okay. So, ich sage euch zu 100%, ich werde zu spät ankommen. Safe. Ich stehe jetzt schon fast bei 2 Minuten.
Ich lasse den gerade nur noch rollen. Hallo. Hallo, einmal Tageskarte. Krieg's nicht. Hallo. Upsala, ich wollte eigentlich nur Höhe des Bürgersteigs halten, mehr nicht. Oh, Zwillinge. Hallo. Fresse! Mann, hab ich schlechte Fahrgäste. Okay. Ja, der Bus, der kühlt sich auch ein bisschen ab. Das finde ich schon mal ein Vorteil, aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass ich hier gar keine Klimaanlage habe. Ich habe hier halt nur eine Heizung, ne? Das ist irgendwie schrecklich. Und sollte ich irgendwie etwas länger nicht reden, nicht wundern, das ist einfach nur, weil ich diesen geilen Sound genieße. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Oder weil mir halt gerade nichts einfällt zum Reden. Darum muss ich halt nur arbeiten, dass ich halt wirklich wie so ein nerviges kleines Kind die ganze Zeit durchquatsche. Boah, Abgase. Boah. Na, schafft er das noch? Schafft er das mit der Gangwahl? Ich habe oben übrigens die ganze Zeit eingelistet, nur wegen der Verspätung hauptsächlich. Und dann seht ihr das auch, weil so hat der Bus irgendwie keine Anzeige dafür.
Ich wollte schon sagen, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich gleich stehen bleibe. So, ja, gerne doch. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Guten Tag. Boah, ich habe jetzt gerade geschaltet wie so ein Rennwagen. So, ja. Bam. Oh, 30. Oh, hier wird's ein bisschen holprig. Bergab. Oh, wieder ein Holzhaus. Holzhausen. Holzhausen ist back. So, immer schön mit dem Getriebe bremsen, dann passiert auch nichts. Geht's vielleicht noch enger? Ja, ey, komm. Hör mir auf. Und sowas nennt ihr normal? Aber es sieht geil aus irgendwie. Ich meine, ich würde jetzt hier locker rumkommen, aber sowas hier, Wände, komplett so. Ich kann mir einfach so null vorstellen, dass es überhaupt reicht. Also, dass es überhaupt passt. Also, jetzt in Real Life mit so einem Gelenkbus jetzt als Beispiel auch. Ich glaube, da fahren halt nur Solo-Busse hoch. Ah, ist schon sehr, sehr eng. Nennt man Getriebebremse, ihr Wichser. Entschuldigung. Ihr Hunde. Okay, selbst die Motorbremse kriegt er nicht mehr hin. Habe ich vorhin Getriebebremse gesagt? Entschuldigung, meinte ich nicht. Boah, Alter. Tut mir leid. Mann, euch passiert schon nichts. Ihr seid beim besten Busfahrer der Welt. Oh, nicht schon wieder. Ey, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt ausschwenke, dann wird das Heck genau meinen Mitmann hier treffen. Sei nicht, stell es klug an. Oder auch nicht, weil ich es klug angestellt habe. So, wir sind glaube ich gleich bei der längsten Omsi 2 Folge überhaupt, aber ist scheißegal. Mache ich gerne, weil das Spiel ist einfach der Hammer. Und ich finde, davon sollte man noch mehr bringen. Auch wenn nicht mehr so viele DLCs vielleicht rauskommen, würde ich es trotzdem weiter gerne zocken. Und für Bad Kinzau zeige ich, glaube ich, noch 2 Linien. Dann dürfte ich damit auch durch sein. Ich glaube, das müsste dann alles gewesen sein, was ich dann gezeigt habe. Vorsichtiger fahren.
Nein. Steig aus. Tut das schon, auch gut. Man in Black. Oh nee. Ui, boah, das Schalten hat streng an. So, wieder Man in Black weg. Oh mein Gott, es ist die Endstation, dass ich das nochmal... Hat da gerade jemand gestöhnt? Hat da gerade... Jetzt mal richtig hier stehen bleiben, Alter. Hat da gerade jemand gestöhnt? Wer meckert über mein Fahrstil? Mein Fahrstil ist toll. Was ist das denn da? Eine Kopfkolonie? Hm. Gern mal gar nicht. Wie könnt ihr nur mein Fahrstil anzweifeln? Das haut ja mal gar nicht hin. Ey, jetzt lauf ich nicht über die Straße, Olle. Jo, das passt. So, einmal rumziehen hier. Erstmal das Schild mitnehmen. Das war für das Gestöhne hier. Fahrerschein, Führerschein gewonnen. Mann, Mann, Mann. So, das war's dann auch schon. Mensch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 50 Minuten OMSI 2. Wer kennt's nicht? So. Machen wir Licht aus. Erstmal alle Cupsköppi aussteigen lassen. Rüsten wir den Bus ab. Huch. Jetzt bin ich gerade rausgezappt aus Versehen. Dazu. Ach, geil. Die Fenster habe ich komplett übersehen. Hierzu. Zu. So. Ja. Das wollte ich auch sagen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich stehe jetzt nicht so günstig, aber passt schon. Kollege wird hier bestimmt schon reinpassen. Ja, oder so. Ein Fahrgast hat er noch mitgekriegt. Happy Birthday. So, hoffe es hat euch gefallen. Ich gucke nochmal, ob ich noch eine Linie habe in Bad Kinzau, die wir noch nicht gesehen haben. Sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao, MadV. Wenn wir Bad Kinzau fertig haben, wird wahrscheinlich Gladbeck rankommen. Ruhrgebiet. Metropole, Ruhrgebiet. So, Dankeschön. Tschüss.